Noch bevor ich dich im Leib deiner Mutter entstehen ließ, hatte ich schon meinen Plan mit dir. Noch ehe du aus der Mutterschoß kamst, hatte ich bereits die Hand auf dich gelegt. Gott hat dich bereits kennt, bevor du überhaupt existiert hast. Er hat dein ganze Leben an deiner Seite gesehen. Nein, sogar vor dem Start von deinem Leben ist er schon an deiner Seite gesehen, bevor es dich überhaupt gegeben hat. Und das kann niemand toppen. Deine Existenz ist weder Zufall noch ein Versehen. Gott hat dich geschaffen mit einem Plan, mit einem Sinn, mit einem Zweck. Vielleicht hat er dich wie der Jeremia zu einem Prophet berufen. Vielleicht aber auch zum Evangelisieren. Vielleicht zum Predigen. Vielleicht zum Leiten. Aber vielleicht zweifelst du manchmal daran, ob du das wirklich schaffst. Ob du genug gut bist oder ob du nicht ein bisschen zu jung bist dafür. Vielleicht denkst du, wenn du dann mal aus der Schule bist, wenn du einen Abschluss hast, wenn du nicht bis zum Alter bist, wenn du eine Bibelschule gemacht hast, dann bist du ready. Dann fängst du an, in deine Berufung zu laufen. Ich habe das selber mega lange gedacht. Ich habe gedacht, ja, wenn ich dann mal eine Bibelschule gemacht habe, dann fange ich an, den anderen mutig für Jesus zu erzählen. Dann fange ich an, wirklich mega in Beziehung zu Gott zu investieren. Dann fange ich an, in meiner Berufung zu laufen, wenn ich genug alt bin, wenn ich genug gelernt habe in meinem Leben. So ähnliche Zweifel hat auch der Jeremia gehabt. Deswegen antwortet auch Gott: Ach Herr, du mein Gott, ich kann euch gar nicht reden. Ich bin noch zu jung. Er hat genau die Zweifel auch gehabt. Aber da sagt Gott: Sag nicht, ich bin zu jung. Geh, wohin ich dich sende und verkünde, was ich dir auftrage. Hab keine Angst vor Menschen, denn ich bin bei dir und schütze dich. Das sage ich, der Herr. Gott schlägt alle seine Zweifel zunichte, indem er sagt: Ich bin bei dir. Es geht nicht um deine Kraft, es geht nicht darum, wie gut du bist, wie alt du bist. Es geht um mich. Ich bin bei dir. Und wenn ich bei dir bin, was kann dir noch passieren? Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Er sagt, wir sollen es nicht rausschieben. Wir sollen nicht sagen, oh, ich bin zu jung. Wir sollen gehen und machen, was er uns gesagt hat. Es kommt nicht auf dein Alter drauf an. Es kommt auch nicht auf deine Größe drauf an. Es kommt auf Gottes Größe drauf an. Gott kann und will dich brauchen. Gerade heute, diesen Tag, diese Woche, dieses Jahr. Schieb es nicht raus. Vertraue einfach Gott, dass er dich leiten wird, dass er bei dir sein wird. Dass er dir Wort gibt, dass er dir Kraft gibt, dass er dir Liebe gibt.